Hallo, meine Lieben. Ich weiß, ich sehe gerade irgendwie aus wie so ein Honk. Ich bin gerade aufgewacht und ja, meine Haare und ja, ich. Keine Ahnung, ich habe gerade mega die gute Laune, weil ich vorhin einfach mal darüber nachgedacht habe, wie 2017 für mich so war und was. Keine Ahnung. Ich habe das Ganze einfach mal Revue passieren lassen und einfach mal überlegt, was alles passiert ist. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich dachte so in den letzten Tagen, boah, scheiße, mein Jahr war voll scheiße, war voll kacke. Und es ist ja nichts passiert und mein Leben ist voll langweilig und ich bin voll einsam. Und keine Ahnung, das habe ich die ganze Zeit gedacht. Und dann habe ich einfach mal nachgedacht, was 2017 so alles passiert ist. Und dann ist mir aufgefallen, dass 2017 das geilste Jahr meines Lebens war. Mal kurz schauen, wo jetzt gerade das Licht besser ist. Oder da? Geil. 2017 war das geilste Jahr meines Lebens. Das ist so bescheuert, wie ich denken konnte, dass das voll scheiße war. Aber ja, es war mega, mega geil. Und ich habe mir einfach mal überlegt, dass ich ein Video darüber mache, was ich dieses Jahr alles gelernt habe. Und ich bin einfach so mega, mega dankbar. Dieses Jahr war Hammer. Ich habe mega krass geile Leute kennengelernt und ich bin dankbar für alle Leute, die ich dieses Jahr kennengelernt habe. Ich habe bestimmt 100 Leute kennengelernt, weil ich auf Seminaren war, weil ich in Berlin war, weil ich mich aufgemacht habe, um tolle, erfolgreiche Leute kennenzulernen und in ein cooles Umfeld zu kommen. Und ich bin so mega dankbar für alle Menschen, die ich kennengelernt habe. Ich bin dankbar für jede einzelne Erfahrung, die ich dieses Jahr gemacht habe. Es hat mich so bereichert. Ich bin so viel weitergekommen. Ich habe so viel über mich selber gelernt. Ja, also dieses Leben ist der Hammer und dieses Jahr war der Hammer. Und das war einfach mega geil, wenn ich jetzt so zurückblicke und an alle Leute, denen ich den Link schicke und sage, die sollen sich das Video angucken und all die Leute, die ich dieses Jahr kennengelernt habe, Felix und Melanie, euch zum Beispiel auch, ich weiß, ihr guckt das Video. Danke, danke, danke für alles, was ihr gemacht habt. Einfach nur danke, dass es euch gibt. Danke an alle Menschen, dass es euch gibt, dass ich euch kennenlernen durfte. Und ja, es war einfach ein hammergeiles Jahr. Ja, und kommen wir mal zu Punkt 1. Was habe ich 2017 gelernt? Seminare besuchen. Viel mehr Seminare besuchen. Oh mein Gott, als ich vor, keine Ahnung, wie viele Jahren, vor 7 Jahren oder so zur Persönlichkeitsentwicklung gekommen bin, da war ich, um ehrlich zu sein, immer zu geizig, Geld für Seminare auszugeben. Und habe halt alles nur konsumiert und mich sozusagen eingeschlossen und immer nur so alles in meinem Kopf versucht zu begreifen. Aber ich sag's euch, auf Seminaren lernt ihr so, so viel, viel mehr. Das ist unglaublich. Vor allem diese Menschen, die ihr kennenlernt. Für alle Leute, die sich in ihrem Umfeld nicht wohlfühlen, die wissen, dass es im Leben mehr gibt als das Umfeld, was sie jetzt haben und dass ihr Leben generell mehr ist. Und dass sie sich in dem Umfeld, wo sie jetzt drin sind, nicht wohl fühlen, geht auf Seminare. Ihr lernt die besten Leute kennen, Leute, die mit euch auf einer Wellenlänge sind, die die gleichen Ziele haben wie ihr, die euch so annehmen, wie ihr seid, wo ihr euch nicht verstellen müsst. Einfach mega krass geile Leute. Also wirklich, ich werde auf jeden Fall viel, viel mehr auf Seminare gehen. Ich bin nächstes Jahr noch bei Tobias Beck in Berlin und bei Christian Bischoff in Berlin. Und vielleicht gehe ich noch auf die Entrepreneur University, die ist ja dieses Jahr voll krass. Nächstes Jahr, ich war dieses Jahr schon darauf und dieses Jahr war ich auch bei Christian Bischoff und in Berlin war ich auch noch auf mehreren Workshops hier im Awesome People Space und bei Dorothy, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Mega coole Leute kennengelernt. Ja, auf jeden Fall, ich werde nächstes Jahr vielleicht auch noch auf TDNX gehen. Mal schauen. Aber ich werde auf jeden Fall wieder auf Seminare gehen. Das ist die geilste Scheiße. Ich werde das auf jeden Fall weitermachen. Das hat mich so mega viel weitergemacht. Also auf Seminare gehen werde ich mehr, habe ich gelernt. Dann, ich kann
gar nicht genug Geld in mich selber investieren. Ich habe dieses Jahr zufälligerweise und coolerweise von Michael Araya so eine Art Mentorship bekommen und gekauft. Und in seinem Video sagt er auch, dass seine Mentorin über 200.000 Euro für sich selber ausgegeben hat in Seminare, in Persönlichkeitsentwicklung. Und ich habe dieses Jahr scheiße viel Geld ausgegeben. Gebe ich zu, ich habe voll viel Geld ausgegeben, ich habe voll viele Ersparnisse, die eigentlich für Hawaii und sowas alles geplant haben, habe ich dieses Jahr voll auf die Kacke gehauen. Ich habe dieses Jahr mega gelebt, aber das bereue ich gar nicht, weil ich hätte nicht genug in mich selber investieren können. Ich habe dieses Jahr eine Chakra-Heilung gemacht, ich habe total vieles gemacht, was viele positive Auswirkungen auf mich, auf meinen Körper, auf mein Leben hat. Ihr wisst, dass euer Körper, euer System, euer Chakrasystem ist das A und O. Wenn ihr eure Chakren nicht heilt, werdet ihr nicht weit kommen. Also konzentriert euch auf eure Chakren. Echt eine tolle Therapeutin, die das macht, beziehungsweise die Sandra, meine Transformationstherapeutin. Hammer, das hat mir so viele Augen geöffnet. Ihr müsst vorstellen, eure Energie fließt in eurem Körper und eure Energie ist in euren Chakren blockiert. Und wenn ihr euch nicht mit euren Chakren beschäftigt, dann wird diese Energie immer blockiert sein und auch genauso diese jeweiligen Lebensbereiche in eurem Leben. Und deshalb ist das so mega wichtig. Ich habe für Chakra Clearing, ich habe für, keine Ahnung, Meditation, für Workshops, für Seminare, für Messen. Ich habe so viel Geld dieses Jahr ausgegeben, aber das hat sich so, so gelohnt, weil es hat sich so viel in mir aufgelöst, so viele Themen in mir hochgekommen, Blockaden gelöst. Und es geht so viel darum, Blockaden zu lösen und sowas alles, weil wenn ich zum Beispiel jetzt Geld investiere, meine Chakren zu heilen, mein Sexualchakra und mein Wurzelchakra, was dafür zuständig ist, für Geld, manifestieren, Wohlstand, für das alles, wenn ich Geld dafür ausgebe, dass diese Dinge hier aufgelöst werden, dann ist es für mich ja ein Vorteil, weil dadurch, dass diese Energien ja wieder freigesetzt werden, werde ich ja auch dementsprechend wieder viel mehr Geld verdienen und viel mehr ein besseres Bewusstsein über Geld haben. Deshalb ist es schon ziemlich logisch, sich um seinen Körper zu kümmern. Und du selbst darfst dir nie zu teuer sein. All die Dinge, die du in dich investierst, sind Gold wert. Wirklich, die Leute, die ich kennengelernt habe, ich weiß nicht, ich laber zu viel, aber wow, also ich kann nie für mich, also nie viel mehr Geld in mich investieren. Keine Ahnung, wie viel ich dieses Jahr ausgegeben habe, bestimmt 5.000 Euro oder so. Keine Ahnung, will ich gar nicht wissen, aber es hat sich scheiße viel gelohnt und es war scheiße geil. So, ich darf leben, ich darf mich schminken, ich darf Frau sein, ich darf mir etwas Gutes tun. Der dritte Punkt, ja, ich habe dieses Jahr zum ersten Mal richtig gelebt. Ich habe dieses Jahr zum ersten Mal richtig gelebt, wirklich. Ich war in Berlin, ich habe da, ich war da, ich war da. Ich habe dieses Jahr zum ersten Mal in meinem Leben richtig gelebt, mal Geld ausgegeben, mir keinen einzigen Gedanken darüber gemacht. Und das war das Beste, was ich machen konnte, weil ich wirklich gelebt habe. Und um dieses Gefühl geht es. Und ich habe so lange immer zurückgesteckt und überlegt, ja, willst du das Geld ausgeben, willst du das nicht ausgeben? Es hat sich mega krass gelohnt und ich werde weitermachen und ich werde mir erlauben zu leben, zu tun, Erfahrungen zu sammeln, viel mehr zu machen. Als Kind war ich immer sehr, sehr streng zu mir und habe mich sehr zurückgehalten und war sehr hart. Und dieses Jahr habe ich einfach mal alles losgelassen und gelebt. Und das werde ich weiter tun. Mich schminken, Frau sein, mir etwas Gutes tun. Ich liebe das. Also so eine Frau zu sein und sich etwas Gutes zu tun, sich zu schminken, sich schön zu fühlen. Das trägt einfach zu einem besseren Selbstwertgefühl bei. Und das darf man einfach. Und keine Ahnung, das ist total bescheuert, aber als ich vegan war für eine Zeit und all das, und dann war ich halt total so anti alles und anti sich gut fühlen. Und ist das jetzt spirituell genug? Ist das jetzt spirituell nicht genug? Und über all das nachzudenken und mir so viel zu nehmen, so viel Erfahrung zu nehmen, so viel, keine Ahnung, Leben zu nehmen, das werde ich nicht mehr tun. Und ja, also es war einfach nur geil und ich bin mega, mega dankbar, dass ja, ich dieses Jahr einfach gelernt habe, loszulassen und mich gehen zu lassen und Frau zu sein, einfach mich gut zu fühlen, mir Gutes tun, meine Nägel machen lassen oder sonst irgendwas. Alles tun, was mir dazu
beiträgt, wirklich mich gut zu fühlen. Und mir ist halt aufgefallen, dass alles, was mir ein gutes Selbstwertgefühl gibt, alles, worin ich mich mega, mega wohlfühle, das mache ich. Und das ist für mich vollkommen spirituell. Geld auszugeben ist für mich spirituell. Die Beziehung dazu zu verbessern ist für mich spirituell. Und nicht, keine Ahnung, irgendwo hin zu setzen, unterm Baum Ekstase betreiben und keine Ahnung, sich vom Leben zurücknehmen. Also wenn ich selbst bin und mich gut fühle, dann ist das schon für mich das Leben. Und ja, das habe ich dieses Jahr gelernt. Dann, mein Umfeld prägt mich. Mein Umfeld ist das A und O. Oh mein Gott, das ist so wahr, wirklich. Das Einzige, was mich im Moment noch hält, ist mein Umfeld, weil ich mit meiner Mutter und mit meiner Schwester zusammen wohne, die depressiv sind, die mich sehr, sehr runternehmen, runterziehen, von denen ich sehr viel Emotionen miterlebe, wo sehr viel an mir abprallt. Und dieses Jahr habe ich einfach gemerkt, wie krass wichtig dieses Umfeld ist. Und auch wenn du auf Seminare gehst oder wenn ich, als ich in Berlin war, im Awesome People Space und du Leute triffst, die dich so annehmen, wie du bist, die gerade ihren Job gekündigt haben, weil sie ihre Träume erfüllen wollen, weil sie sich ein Online-Business aufbauen wollen und du da einfach begrüßt wirst und Leute feiern, dass du deinen Job gekündigt hast und dich auf deine Träume konzentrierst. Und das ist geil und in so einem Umfeld möchte ich und in so einem Umfeld möchte ich, wo ich mich wohlfühle, wo ich mich akzeptiert fühle, wo ich mich gepusht fühle. Das werde ich auf jeden Fall dafür sorgen, dass ich in so ein Umfeld komme und ich werde in so ein Umfeld kommen, weil wenn du nicht mit erfolgreichen Leuten zusammen bist, dann wirst du nicht erfolgreich. Beziehungsweise du brauchst viel länger, um erfolgreich zu werden. Und dein Umfeld ist einfach dein A und O. Und wenn man so Leute einfach beobachtet, in der Schule, die seit der Kindheit in Gruppen sind, in Gangs, keine Ahnung, da muss man sich nicht wundern, dass Leute so werden, weil du wirst zu den fünf Menschen, mit denen du deine meiste Zeit verbringst. Und es ist einfach so, das ist Fakt. Und mir ist einfach aufgefallen, dass das so, so wichtig ist und dass ich mein Leben lang mich halt nicht gut gefühlt habe, weil ich im falschen Umfeld war, weil ich mich nicht akzeptiert gefühlt habe. Das habe ich auch im letzten Video schon gesagt und es liegt an den Leuten, mit denen du zusammen bist. Sorge dafür, dass du in ein gutes, gutes Umfeld kommst, dass du mit Leuten zusammen bist, die dich pushen, die dich anerkennen, die dir wirklich mal etwas Gutes tun und das auch so meinen und wo du dich nicht verstellen musst. Wow, Bombe. Wenn du in so einem Umfeld bist, Hammer, ich beneide dich. Ich werde dafür sorgen, dass ich in so ein Umfeld komme nach dem Abi auf Hawaii. Ich werde das schaffen, weil es ist einfach das A und O.